Guten Morgen, meine Freunde, euer Coach, hier ist Cecil. Ja, ich habe gerade eine Ad aufgenommen, deswegen sitze ich hier oben immer feilen. Und ganz viel, also ich treffe wirklich fast jeden Tag Leute hier in Dubai, die auch lustigerweise fast alle schon einen Monat hier sind. Also fast alle haben hier einen Monat gleich Urlaub gemacht, das ist echt krass. Und ja, man muss halt echt wirklich aus dieser Versklavung rauskommen. Das ist so schlimm. Stellt euch nur mal vor, stell dir vor, du könntest immer Urlaub machen. Du könntest immer das machen, was du willst. Und die einzige Brücke, die dahin führt, ist zu verstehen, wie man online was verkauft. Dann bist du nicht mehr zeitgebunden, dann tausch nicht deine Zeit gegen Geld. Du kannst überall auf der Welt arbeiten. Es ist nur eine Brücke. Und alles, was ich möchte, was mein Ziel ist, ist, dass ihr diesen Schmerz nicht habt. Also ich hatte auch dieses Problem, diesen Schmerz, dass ich dachte, ich bin gefangen. Ich war gefangen an Terminen, ich musste meine Zeit gegen Geld tauschen, ich konnte nicht überall arbeiten. Und immer, wenn ich dann in Urlaub irgendwo gefahren bin, mein Kopf hat nur gegrübelt die ganze Zeit. Ich habe gedacht, ey, das will ich immer. Ich will immer sagen, hey, hier mag ich das, hier bleibe ich die nächsten 20 Monate, ein Jahr, zwei Jahre, so lange, wie ich will. Ich wollte das immer. Ich wollte immer aus diesem System raus. Und das ist mein Hauptziel, dass ihr das nicht mehr habt. Weil immer, wenn ich mit euch hier spreche, alle sagen mir, oh, so schön und toll und wir würden ja auch gerne und ja, wir haben auch schon überlegt und ja, wir gucken schon und so. Ja, da rauszukommen, es ist nicht so schwer. Man muss es nur lernen. Und das ist das Ding. Man weiß es vorher nicht. Das Ding ist, ich hatte wirklich die allerschlechtesten Voraussetzungen von allen. Ich glaube, niemand, der jetzt zuguckt, hat schlechtere Voraussetzungen gehabt als ich. Ich hatte nur eine Sache und das war Herz. Ich wollte es lernen. Und wenn du etwas willst, wenn du denkst, ey, ich muss da rauskommen, ich muss es lernen, dann ist jetzt so rückwirkend betrachtet, es ist einfach, aber da war es natürlich schwer, weil ich wusste das nicht. Nicht meine Zeit gegen Geld tauschen, das hat mir niemand gesagt. Diese ganzen Sachen, das hat mir niemand gesagt. Ich musste jeden Schritt selber rausfinden. So, aber wenn man das dann lernt, dann ist es nicht so schwer. Also eine Ausbildung 3 Jahre zu machen, Kaffee zu holen 3 Jahre umsonst. Diese ganzen Sachen, die sind viel zeitaufwendiger und viel schwerer als das Wichtigste. Das Wichtigste ist so auf den Punkt und hol dich da raus. Stimm mal gleich ab, ob du das kennst. Wenn du von irgendwas so richtig überzeugt bist, du hast irgendwas gefunden, was so geil ist, keine Ahnung, ein Getränk oder ein Film oder irgendwas, eine Massage oder irgendwas, wo du sagst so, ey, das ist so geil, du musst das machen. Du bist voll so enthusiastisch und so, ey, mach das. Und die anderen so, ja, muss ich vielleicht mal in 5 Jahren machen. Oder? Das ist auch das, was ich jeden Tag spüre. So, dieses Rauskommen aus dem Hamsterrad, das ist so wichtig, weil du weißt noch gar nicht, wie sich das anfühlen wird, wenn du deinen Tag und dein Leben so gestalten kannst, wie du willst. Dass keiner dir reinredet, keiner auf der Welt. So, dass du nicht 2 Jahre vorher einen Urlaub anmelden musst. Das ist so krass. Und wenn ich diese Nachrichten bekomme und ey, ich habe keine Ahnung, ein Business aufgemacht oder ich verkaufe Autoreifen, mache 1000 Euro am Tag, ich bin raus aus der Scheiße oder so, diese Nachrichten, das motiviert mich so und ich bin immer so motiviert, so ey, wir müssen alle rauskommen. So, dann stehe ich mal auf. Oh, dein Basenzitrat ist Porno. Ja, finde ich auch. Säurebasenhaushalt ist so wichtig, meine Freunde. Macht ihr was für einen Säurebasenhaushalt? Stimmt mal ab. Ich glaube, alle meine Zuschauer wissen jetzt mittlerweile, dass wenn ihr einen Arzt, der aus seinem Studium kommt, zu Vitaminen befragt, dass die sich immer negativ äußern werden. Ja, weil sie es so lernen. Laut Doktorat ist der Teil, wo die Ärzte im Studium über Vitamine lernen, 2 Stunden. Was lernen sie? Welche Krankheit, Diagnose, welches Medikament verschreibe ich? Muss ich dazu noch, ich meine, die Ärzte wissen selber nicht mal nach Jahren Studium, wer deren Unterlagen geschrieben hat. Versteht das keiner?
Designer oder was? Ihr geht zum Arzt, ihr werdet Vitamine ansprechen, sie werden sagen, nee, vorsichtig, das ist völlig Quatsch, das ist völlig Quatsch. Und ignorieren alle Studien dazu. Welchen Wert kontrollieren lassen? Ganz einfach, erstmal mit dem Wert Wissen anfangen und im Maximumprinzip erkläre ich das über 8 Wochen, was man auffüllt, wie man es macht und so weiter. Und dann nach 8 Wochen sage ich, was man messen kann. Habe ich in den MSCI World investiert, ETF? Nein, nicht in den. Ich habe in den Vanguard All World. Aber der Aktienmarkt gerade interessiert mich nicht. Es geht auch runter, es wird auch noch weiter crashen. Für mich sind Kryptos zurzeit viel interessanter. So, meine Freunde, ich mache mich jetzt mal vom Acker und ich zeige euch, glaube ich, nochmal den Blick von hier oben. Warte. So sieht's aus. Ihr kennt das. Oh, und die Vögelchen, ist ja alles schön und gut. Aber wenn ich gerade eine Ad mache und die ganze Zeit am Rum krack, krack, kratzen sind, ist das echt nervig. Aber gut. Und denkt dran, meine Freunde, alles, wie ich es gemacht habe, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, da zu leben, wo ich will, Geld nicht mehr gegen Zeit zu tauschen, weil das immer ein schlechter Deal ist. Alles ist im Matrix-Prinzip erklärt. Beziehungen, wie man stressfrei leben kann, wie man keinen Streit in seinem Leben nie wieder hat. Ich zeige euch gleich ein paar Nachrichten von gestern, das war ganz cool, ihr habt ins Kästchen geschrieben, wie man keinen Streit mehr hat, wie man emotional und finanziell frei wird. Es ist alles wirklich, wie ich es gemacht habe, im Matrix-Prinzip beschrieben. Das ist alles, was ihr machen müsst. Okay, heute nochmal 30% Rabattcode wieder aktiviert, Freiheit 2021, wir müssen alle rauskommen. Vielleicht gehe ich wieder mit meinen Kids eine Spielrunde machen. Ich habe jetzt gar nicht mehr Krafttraining geschafft. Ich gehe vielleicht heute Abend oder spätestens morgen dann.